Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Castle Crashers. Wir waren ein bisschen farmen, haben ein paar Sachen geholt und jetzt gehen wir in den Shop. Ich habe auch den kleinen Dechan wieder dabei. Leider ja, wollte keiner bei uns mitmachen. Ich habe so keine Heiltränke gekauft. Ja, laut meinem Perso bin ich 1,79. Das ist nicht sehr groß. Los, nimm dir ein paar Items. Ungefähr. Gut, du hast einen. Nee, komm. Ja, du warst der zu wenig Heiltränke hatte. In der Farmrunde. Ihr seht, wir haben ordentlich Geld. Hier. Mhm. Wir haben uns viel Geld gekauft. Nein, wir haben einfach nur den ersten Boss und den Zyklopen einmal gelegt und haben uns um die Prinzessin geprügelt. Zur Info, er hat mich bis jetzt nur einmal besiegt bei der Prinzessin. Duell. Hast du mich besiegt? Einmal ja. Einmal. Aber das war eine wiederholte Prinzessin, also zählt das nicht. Genau. Übrigens war es auch ohne Aufnahme und weiter. Also hättest du es doch einfach nicht erwähnen können. Das wäre dann aus der Geschichte getilgt. Aber jetzt wissen wir es alle. Ja, egal. Egal. So. Gut, jetzt hat er auch Bomben. Ja, ich gehe, ne? Mann. So, mal kurz gucken, ob ich auch wirklich aufnehme. Haben wir eigentlich je die Bomben benutzt? Ja, ich bin... Nur zum Kämpfen manchmal. Die Bomben braucht man aber bestimmt irgendwann und es wäre dann doof, wenn wir keine Bomben hätten. Du meinst, das wäre voll doof. Du meinst wie das Sandwich bei der Tür im Eisenschloss? Ja, genau. Ja. Okay. Schluck auf in der Aufnahme, in der Let's Play-Aufnahme. Das ist voll professionell. Ja, kannst du dein Mikrofon kurz stumm stellen? Dafür bin ich zu doof. Ah, ich habe alle Reliquien, die ich brauche. Los geht's! Yay, er hat es. Das Dingens, wie heißt es? Ich weiß schon, wie die Folge heißen wird. Das Dingens? Wenn ihr das jetzt gehört habt, das wird das Thumbnail. Warum ich so komische Thumbnails mache? Einfach so. Behalt mal die Fässer. Ja, wegen den Früchten. Sollten wir lieber nicht auch kaputt machen. Lalalala, eine Schifffahrt, die ist lustig. Voll die Rave-Fahrt! Bam, 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 badadam, das sind die Techno, bam, bam, bam. Das sind die Techno, Techno-Ninja-Piraten. Guck mal, die verwandeln sich in ein Stück Holz. Voll das Ninjutsu. Oh nein, das Jutsu des Austauschs oder sowas. Wie war das bei Naruto? Genau. Naruto. Nein, du musst es in Deutsch Naruto. Aussprechen. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Ist ein bisschen Sasuke. Nein, sie sprechen es im Deutschen ja so aus, wie man Deutsch auch aussprechen würde. Nee, man schließt. Sasuke! Sasuke! Sasuke-Saka! Sakura! Nein. Sakura. Ja. The Not Beautiful. Kennst du das berühmte Stupid Sakura Project? Das hat jetzt aber nichts mit zu tun, oder? Was? Das hat jetzt aber nichts mit zu tun. Mit was? Ein andere Sakura. Stupid Sakura Project ist eine Parodie auf Sakura von Naruto. Aha, dachte ich mir schon. Alter, die Typen haben kaum Leben, aber die kommen in so einer Masse, das nervt schon fast. Ja, ich hoffe bloß nur, die jetzige Folge geht jetzt auch nicht so lange wie eine typische Naruto-Folge. Eine typische Naruto-Folge geht 28 Minuten. Der Witz in Deutschland ist, dass der ganze Scheiß rausgeschnitten wird. Ja, ich meinte eigentlich so von der Story-mäßig so Filler, du weißt, was ich meine. Wie meinst du das? Achso, du meinst die berühmten Folgen, die sind random Erzählungen, wie Naruto das Leben von irgendjemandem verändert hat? Ja, in Rückblenden. Ja, diese schrecklichen Rückblenden. Einmal gab es einen Kampf gegen diesen komischen Puppenspieler. Und da kam dann die... Oh, neues Gebiet, eine Wüste. Aha. Ah, da. Ja, ich hab die Schaufel. Ah, die Wüste Gabi. Das Pupsgeräusch gehört, also die... ich glaube, du musst hier auch noch. Wir müssen hier gleich nochmal rein und dir die Schaufel auch holen. Da ist doch eine Schaufel. Ah. Ja. Hallo. Hey, lass mich los, nicht beißen! Nicht beißen! Töt ihn! Au, der hat mich gebissen. Hey, da geht's runter, Vorsicht, Treibsand. Wie gesagt, da haben sie dann ein Gegengift genommen, das 3 Minuten wirkt oder so.
Und dann kam die Aussage so, also dann habe ich gedacht, oh, jetzt geht's los, der Kampf los. Der Kampf ging noch 7 Folgen. Wir und manche Folgen und liefen bei RTL 2 7 Minuten oder 10 Minuten zu spät kamen sie und haben 3 Minuten früher geendet. Also war die Folge am Ende eigentlich nur so 2-3 Minuten lang. Das wird wahrscheinlich ein interessanter Schnittbericht. Obwohl, ja, ich glaube, die auf Schnittberichte, die haben auch keinen Bock mehr auf Naruto. Würde ich denn auch raten. Die haben nicht viel Leben, aber ich glaube, die machen uns One-Hit, wenn sie uns erwischen. Oder sie kommen unendlich. Apropos One-Hit, ist dir eigentlich schon mal was aufgefallen in Filmen mit oder... Oh, da! Was? Erzähl nochmal. Voll brutal. Ja, ins Loch. Dir ist eigentlich schon mal aufgefallen in Filmen mit Rittern und Rüstungen und so weiter? Ah! Wo ist er denn? Ah! Endlich. Versink und nicht. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Aber ich bin noch nicht ganz tot. Lass mich los, lass mich los! Ja, geht doch. Wie ihn denn? Auf jeden Fall machst du ihm kaum Schaden. So. Ja, 3. Das ist nicht wirklich überragend viel. Cool. Hast du den Effekt gesehen? Welchen Effekt? Ich habe die gerade geschlagen und sie sind in das Loch reingefallen und wurden runtergesaugt. Hab ich schon vorhin gehabt. Die bringen auch gar keine Erfahrung. Das ist auch irgendwie so ein Klischee, ne? Was? In Filmen zum Beispiel. Wieso, was meinst du? Oh, Benz. Cutscene. Was zur... Der Käfermann. Was zur... Wow, warte mal, ein Sandlöwenmann. Ich glaube, der wird... Ah, ich glaube, Dechan, rüste mal die Schaufel aus. Ja, Moment. Achso, Moment. Jetzt greif den Typen doch mal an, du Bratgesicht! Oh, er ist tot. Oh, schon tot. Ja, dank mir. Ja. Ihr müsst wissen, Dechan macht in den meisten Kämpfen gar... Er rennt nur wild rum und macht gar nichts. Und ich schlag so hin und so lange, bis ich was treffe. Ich hau ja gezielt zu. Ja, yeah. Also nochmal kurz. Was ich meinte mit Klischee ist, im Film, wenn es irgendwo ein Loch gibt oder einen Abgrund oder ähnliches, muss mindestens ein Handlanger reinfallen. Handlanger, meinst du bösen Handlanger oder guten Handlanger? Oder generell irgendeine Person. Wie war das damals bei Herr der Ringe? Gandalf hängt da. Ach, deine Mutter! Und Frodo. Nein! Doch! Oh. Es war bestimmt. Welche Version war das? Davis Schulz. Ah. Ja, wir können wenigstens Dudelsack als Tag einführen. Einfügen. Dudelsack? Zwei Stück, einen für dich. Drei Stück, los, einen für dich. Die sind gar nicht so stark, wie man denkt, oder? Ich glaube, wir sind etwas überlevelt für das Gebiet hier. Aber die können halt diese komische Sandattacke. Ich glaube, die Schaufel sind nicht für die gedacht. Ich glaube, wir müssen einfach nur ausweichen. Ich glaube, mit der Schaufel kann man nur irgendwelche Items hier ausweichen. Kann man. Wir können auch nachher beim König uns ein paar Sachen holen. Ich habe ein paar Locations geholt. Da können wir dann uns ein paar Items suchen. Ja. Ja, und sonst so? Was sonst so? Ah, hier, guck mal. Warte. Moment. Ich unterstütze dich. Tada! Diese Kreuze im Boden, das ist der Schatzpunkt. Ach so, der kleine Knick im Boden ist dann der Schatz, okay. Ja, was kann ich jetzt so erzählen, ne? Was denn so? Naja. Was kann man so erzählen? Ich glaube, dieser Level soll wirklich nur so ein kleiner Filler-Part sein, wo Masse statt Klasse. Ja, ein bisschen was, um ein bisschen die Masse am bisschen aufzustocken, ne? Naja, kann sein. Ja, naja, was ist so? In der Glotze läuft 300. Meins? Hm. Da waren wir vorhin bei den Möwen, da hättest du das machen können. 300, die alte Fantasy-Kloppe, Zeitlupen-Gekloppe. Wobei man schon sagen muss, das ist schon so, teilweise so übertrieben, dass es schon wieder unfreiwillig komisch ist. Was meinst du damit? Naja. Das ist Zeitlupe!
Sollte halt ästhetisch sein. Ästhetische Gewalt. Ich verstehe nicht, wieso Gewalttätigkeiten in Videospielen nicht kunstvoll sein dürfen. Ich meine, Assassin's Creed ist kaum was anderes. COD hat auch ähnliche Killcams und wird trotzdem dafür gehatet. Ja. Warte mal, bleib mal hier stehen. Kommen die unendlich? Ja. Weiß es nicht. Ich glaub nicht, oder? Bleiben wir einfach mal hier. Ich glaube, die kommen random einfach wieder. Ja, so ist respawn die. Ja, ja. Aber mit der Da sind Gegner. Das ist auch ein spielbarer Charakter für später. Ja, die, wie kann man sie nennen? Die Borka-Kämpfer? Nein, Quatsch. Lieber nicht. Das ist die Waschkämpfer? Die Borka-Kämpfer, weil sie so vermummt sind. Ach so. Kapier ich nicht. Ja, genau, gib auf, du Arschloch. Ja. Wer hat eigentlich diese Fahne erfunden? Die Franzosen? Ja, natürlich. Ah. Die weiße Flagge, eine Erfindung, die ihr Leben retten kann. Erinnerst du dich noch an die Serie Die Dinos? Hä? Ich hab einen Schuh gefunden. Ich hab Schuh! Ist das Chill Pokémon! Ding Pokémon, ja. Nur sich jetzt darüber, ne? Ja, das ist ein Zahn, was ist denn der da? Wie ist denn der? Ach ja, damals war South Park einfach nur so ein bisschen random-mäßig. Nicht mehr so wie heute. Wieso wie heute? Naja, heute bauen sie ja auch immer mehr so Referenzen aus Politik und all sowas ein. Haben sie doch schon von Anfang an gemacht. Ja, aber ich habe mir mal die erste Staffel angesehen und da war es noch sehr so Quatsch-mäßig. Ich finde mittlerweile richtig schade, wenn Kenny stirbt. Es gab eine Folge, wo er als Superheld wieder mal aufgetaucht ist, Mysterio, und seiner Schwester geholfen hat. Ah ja, gegen den Bully in dieser armen Schule. Ja, genau. Den armen Kindern, die noch ärmer sind als die Familie von Kenny. Fand ich ein bisschen übel. Ja, ein bisschen schon. Kann ich keine. Wie geht nochmal der Stampfangriff? Mann, ey. Naja, irgendwann werde ich ihn schon hinkriegen. Schätze. Ja, du kannst das Geld ja ruhig haben, weil du bist ja auch ein bisschen hinterher, deswegen. Was zur Hölle, wieso? Naja, nicht mal gucken auf dein Geld. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Apropos Geld. Was zur Hölle? Hier. Es ist nimm die. Jetzt nimm dein Vogel wieder. Wir gucken nachher, was es macht. Nicht, dass das gleich total das Imba-Ding ist und du die Prinzessin einfach so retten kannst. Ah, jetzt habe ich eigentlich mal geschafft, wieder einen Stampfer anzukriegen. Sehr schön. Für den Stampfer musst du direkt auf dem Gegner stehen. Ja, und ich wollte auch ein bisschen mehr blocken. Hä? Was passiert da im Hintergrund? Wo, was, hä? Ein UFO! Das war Könnte das eine Anspielung auf Stargate sein? Achso, da bin ich. Mein Gott, ich bin so doof. Wir sind schon orange und pink und trotzdem vertausche ich dich immer. Ich glaube, du warst. Hä, mal, was zur. Vielleicht hast du was in den Augen. Ja? Haben wir jetzt nicht schon mal? Hier, nimmst du mal auf und legst wieder weg. Ups. Ja. Okay. Okay. Okay, was kommt hier? Ah! Oh, shit. Das ist ein Boss. Ist das Tatanga? Mach die Aliens platt. Das sieht genauso aus wie das Raumschiff aus Super Mario. Hallo, mach das Raumschiff. Greif das Raumschiff an. Ja, Moment. Wow, die schießen. Ey! Nein. Doch. Könntest du bitte das Raumschiff schlagen? Habe ich doch gerade jetzt. Hast du nicht? Ich habe 25er Schlag gemacht hier. Ich mach 25er Schläge, du machst die 19er. Nein. Doch, ich auch mal. Ab mit dem Kopf. Ja. Schön. Weil es sah jetzt genauso aus wie das Raumschiff von. Ja. Tatanka. Den Indianer-Rapper. Wrestler. Nein, ich meinte den. Endboss aus Super Mario Dingens für Game Boy. Ach ja, den hab ich platt gemacht. Mein Kumpel hat die
hat die Endbosse, hat die Level gemacht und ich habe die Endbosse gekillt. Ach, es war so nach noch dem Motto, ein UFO. Ja, war so nach dem Motto, hier, oh, komm, ich mache dir. Ne? Nein, ich habe gesagt, mach mir mal die Level. Aha, okay, dann hast du ihn quasi Synergie-Effekte, ne? Ist doch, ich mach die 25er. Ist egal, Hauptsache Schaden. Was macht der denn da? Ja, komm. Lass fallen. Wenn ihr das Piepen gehört habt, meine Stoppuhr ist gerade auf die Tastatur geplumpst. Jetzt ist bei mir Caps Lock an. Ich mach's mal wieder aus. Naja, okay, Caps Lock, du schreibst ja zum Glück nicht. Nee. Vor allem, ne? Aber Num ist bei mir aus gewesen. Große Frage, wenn jemand in Caps Lock schreibt, schreibt er an, schreit er dann auch wirklich? Das ist die Frage. Mann, Alter! Apropos, yep, Treffer. Apropos, Super Mario World, Tatanka und so weiter. Es gab sogar einen Comic darüber. Niedlich. Ja, von Nintendo rausgebracht damals. Auch ein UFO wahrscheinlich. Nein, wo so ein Typ klaut sich. Ja? Oh mein Gott, ich hoffe, sie bringt uns Ende. Ah! Ah, nicht in den Arsch! Nicht in den Arsch! Doch, in seinen Arsch! In seinen Arsch! Nehmt ihn! Ich hab Frau und Familie! Nehmt die! Nehmt die! Ich glaub, der hier. Ja, natürlich hab ich recht. Haha! Eikes Feuerzauber rettet den Tag, warte mal. Und da ist ach, nee! Hallo! Ja. Wobei ich nicht weiß, ob die Einbindung der Entwickler bei MDK nicht besser war. Wie denn? Da haben sie sich als die Sterne im Himmel ihre Gesichter eingebaut. So was ja aus der Entfernung von normalen Spielen wie Sterne aussah, aber wenn du mit Scharfschützen wieder rangezoomt hast, konntest du dann die Gesichter sehen. Bei welchem Spiel? MDK. Was ist MDK? MDK ist ein Shooter aus den frühen, späten 90ern, der auch auf dem Super Nintendo veröffentlicht wurde. Du kannst leider gar nicht langsam gehen, du kannst nicht langsam gehen, nicht wahr? Ja. Nein, aber so aus dem Stand, der so. Ja, fürs PlayStation warte mal. Veröffentlicht wurde und der als einziger erste Zoom-Funktion hatte bei Waffen. Der hat uns verpetzt! Ah, scheiße, ich wollte gerade blocken. Wow, sind das viele! Scheiße! Alter, sind das... Oh Gott! Alter, was ist das? Was soll das? Ich will... Alter, Scheiße, Hilfe! Ah. Wo ist eine Telefonzelle, wenn man sie braucht? Exterminate! Exterminate! Naja. Ich hab nie Doctor Who gesehen. Ich hab Doctor Who gesehen. Wir gucken das jetzt seit 2 Jahren immer... seit vorletztes Jahr gucken wir das jetzt immer zu Weihnachten. Warum? Das ist doch scheiße, die Serie. Langweilig. So ein Typ, der in der Telefonzelle lebt und irgendwelche Sachen machen kann. Und der, ich meine, der Kniff ist ganz lieb, ganz niedlich, dass die Gegner sozusagen, dass die, wie nennt sich das? Aliens sind? Nein, dass der Charakter ausgetauscht, indem er sich wiedergeboren lässt, irgendwie sowas. Ja, dass er sich halt immer alle paar Jahre mal verändert und immer stirbt, aber dadurch, wiedergeboren wird und dann ist es ein anderer Charakter. Genau, so meinte ich das. Aber dieselbe Person, sozusagen. Ja, das ist eine nette Idee. Ja, deswegen läuft die Serie auch schon 50 Jahre. Oh. Oh. 500. 600. Nein, 600 sogar. Wow. Na gut, vielleicht ist bei Aliens hier ein anderes Gewichtsmaß als bei uns. Hä? In Wirklichkeit sind es... Oh oh. 1,50. Hä? Du verstehst, was ich meine. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier hin! Lauf! Es gibt keine Lauftaste. Mach Schaden! Oh Gott! Ich geht nicht. Lauf! Fuck!
könnte knapp werden, das könnte knapp werden. Lauf, 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 lauf! Lauf du einfach! Nein! Scheiße! Tot! Wir sind tot. Game over. Scheiße. So. Und in Geschwindigkeit braucht man keinen eigentlich investieren, oder? Nein. Naja. Wie weit sind wir? Wie weit sind wir? Ja, 20 Minuten. So, Leute, wir. Pause. Wir beenden den Part hier. Wir werden kurz bevor wir wieder bei der Stelle sind mit dem Countdown, werden wir die Aufnahme wieder aufnehmen. Ja, genau. Damit wir euch keine damit wir keine LP-Bla-Zeit so haben, weil der Witz ist, was verpasst? Ihr verpasst wirklich nichts. Denn ihr das, könntet auch einfach, es ist ein lineares Spiel. Ja, ihr könntet doch einfach auf das rote X klicken und dann habt ihr noch viel mehr verpasst. Ja. Oh, schon, bring die nicht auf Ideen. Ja. Na gut, an dieser Stelle wünschen wir euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Together Castle Crashers. Das kriegen wir niemals simultan hin. Ja. Mehr als best für alle. Nein, schönen Tag noch. Und tschüss.